Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Endlich mal wieder Zeit für ein Busteil. Ganz, ganz wichtig, denn super viele Leute haben mal wieder nachgefragt und ich habe auf jeden Fall einige vor mit dem Bus und ich habe auch schon einige gemacht mit dem Bus und deshalb möchte ich euch jetzt gerne daran teilhaben lassen. Heute habe ich folgendes für euch, eine besondere Vorstellung, die mir echt nicht leicht fiel. Ich habe sehr, sehr lange danach gesucht, weil irgendwie sehr, sehr viele verschiedene Angebote gibt, die preislich auch mega weit auseinander gehen und ich habe mich für das Billigste entschieden. Und was das genau ist, das zeige ich euch jetzt. Und zwar jetzt grundsätzlich darum, wenn man in den T5 schlafen will, was ich auf jeden Fall im Fahrerlager machen möchte, weil mir ein Zelt aufzuschlagen fällt auf jeden Fall mal richtig aus. Geht es auf jeden Fall darum, dass man das Auto erstens thermisch in irgendeiner Weise absichert nach draußen und vor allem macht es natürlich auch Sinn, das Auto abzudunkeln. Weil in einem Auto, wo morgens die Sonne drin scheint, kann halt kein Schwein pennen. Und da so ein Fahrerlagerabend ja auch gerne abends mal ein bisschen länger geht und man am Grill sitzt und ein Bierchen trinkt, möchte man natürlich nicht bei den ersten Sonnenstrahlen am Morgen wach werden. Und was es da für einen coolen Artikel von Brunner Campingartikel mit, das zeige ich euch jetzt. Und zwar die sogenannte Kliematte. Und zwar sind das Thermomatten, die speziell auf das Fahrzeug zugeschnitten sind, in dem Fall hier also für den T5. Das heißt, wir haben hier solche, ich sage jetzt mal, lichtreflektierenden Matten, die 3, 4, 5 mm dick sind und dazu noch eine isolierende Schicht bieten. Und weil die natürlich so dick sind, sind die auch komplett undurchsichtig und die kann man ganz schnell einfach in das Fahrerhaus von dem Auto schmeißen und dann wird es da drin komplett dunkel und thermisch auch noch nach draußen hin abgeschirmt. Also so, dass weder die Sonne noch die Kälte sich so schnell in das Auto oder aus dem Auto bewegen kann. Das ist natürlich in irgendeiner Weise wichtig, weil gerade jetzt Anfang der Saison, wir haben gerade März, wird es relativ kalt sein noch im Fahrerlager und da fände ich es natürlich schön, wenn meine Standheizung nicht die ganze Zeit megamäßig ballern müsste. Wie das Ganze genau aussieht, das zeige ich euch jetzt. Los geht's. So sieht er also aus, der Karton, der da von Amazon kommt. Und wir packen das jetzt einfach mal aus. Ich habe die natürlich schon gesehen, ich habe die natürlich schon ausgepackt. Ich möchte natürlich, dass ihr daran teilnehmt und dass ihr seht, wie das aussieht. So, den Karton brauchen wir natürlich nicht. Und das Ganze kommt, und das finde ich ehrlich gesagt ganz geil, in so einer Tüte, in der man das Ganze dann noch ins Auto schmeißen kann. Das ist natürlich auch ein bisschen flexibel, das Ganze. Also das kann man auch einfach dann irgendwo hinschmeißen in seinem Camper und das nimmt nicht so viel Platz weg für den Effekt, den es am Ende bringt. Ja, Reißverschluss auf. Und so sehen die Dinger auch schon aus. Von innen natürlich nicht mit dieser reflektierenden Folie, weil sonst würde man im Auto wahrscheinlich wahnsinnig werden, sondern mit dieser matten, mattgrauen Folie. Von außen dann halt dieses reflektierende Zeug. Und wie ihr hier schon seht, diese Saugnäpfe, die sind auf jeden Fall im Lieferumfang dabei. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das Ganze aussieht, wenn man das ins Auto schmeißt. Los geht's. So, da haben wir sie also, unsere Fahrertür und unsere Klimamatte. Und das ist wirklich super, super simpel. Was ihr machen müsst, einfach nur hier vorne ist so eine kleine Kante von der Verkleidung. Da steckt ihr die rein. Zack. Dann richtet ihr euch das so ein bisschen aus, dass keine Sonne drin scheinen kann. Und dann sind hier so eine Pinöppelchen, so eine Nippel, wo man einfach drauf drücken kann. Und schon das Ganze dran. Das war schon super simpel, super einfach. Aber an den Seitenscheiben ist das ja nicht so das große Problem. Ich glaube, dass das an der Frontscheibe relativ schwierig sein könnte. Ich schmeiße das jetzt einfach mal ins Auto und lasse euch teilhaben, wie gut oder nicht gut das Ganze funktioniert. Das gucken wir uns jetzt an. So, das Ganze jetzt noch an der Fahrertür befestigen. Gleiches Thema. Erledigt. Passform ist, ja, okay. Wichtig ist hier an der Stelle natürlich, dass die Matte einfach tatsächlich nach außen hin abdichtet.
Das könnte hier oben ein kleines bisschen besser sein. Aber so insgesamt finde ich, für eine Saugnapflösung ist das schon echt in Ordnung. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, das Ganze kostet 62 Euro. Und das ist mit allem, was man im Netz kaufen kann, mit allen Sachen, die man in irgendeiner Weise über die Front spannen kann oder mit allen Dingen, die man da machen kann, mit Abstand, das Billigste. Es gibt noch diese Frontspannen, diese schwarzen über die Frontspannen Gummidinger irgendwie, die finde ich, die müssen aber von außen angebracht werden und ich finde, von außen was anzubringen, irgendwie echt schwierig, erstmal wegen dem Lack. Wenn es regnet, wird die Scheiße natürlich nass. Und wenn du so wie wir an der Rennstrecke bist, dann wird das Zeug dazu noch dreckig und dann ziehst du jedes Mal diese dreckige Stoffding wieder über das Auto. Da hat irgendwie wenig Interesse dran, auch wenn es wirklich cool aussieht. Aber erstmal machst du dir die Karre kaputt und zweitens hast du dann diese nasse, eklige Gummiding irgendwo im Auto liegen. Da hat einfach wirklich wenig Interesse dran, das finde ich nicht cool. Wichtig ist jetzt, ob das Ganze abdunkelt. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal von hinten an, Türen zu und dann gucken wir mal aus der Richtung des Betts in Richtung vorne. Los geht's. Aha, so sieht das Ganze also aus. Ja, da oben scheint so ein kleines bisschen das Licht durch, aber es ist schon recht dunkel hier drin und hier ist jetzt sogar noch das Licht an. Aber insgesamt ist es viel, viel dunkler als vorher, zumal die Scheiben hier hinten getönt sind und übelst dreckig, wie ihr gerade seht. Also hier kommt schon wenig Licht durch. Die Kamera möchte natürlich so gut wie möglich Licht drin lassen, deswegen sieht es auf der Kamera deutlich heller aus, als es tatsächlich ist. Auch gut dunkel hier, also wenn man so guckt. Schön, also hier könnte ich auf jeden Fall jetzt schon deutlich besser schlafen als vorher. Deutlich besser. So sieht das Ganze dann von außen aus, halt wie so eine Thermomatte halt aussieht. Halt so ein silbernes Ding, was man sich da irgendwie ins Auto macht. Hat so ein bisschen den Leuchtturm-Effekt, wie ich finde. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe schon von Leuten gehört, die Dinger entweder einfach schwarz gesprüht haben oder mit einem schwarzen Teppich bezogen haben. Da gibt es von busforfun.de, kann ich das ja mal verlinken hier unten, gibt es einen ganz coolen 4-Way-Stretch-Filz, den kann man darauf ziehen, dann ist das komplett schwarz, dann kann man da ja nicht mehr drin gucken, was ich natürlich auch ganz geil fände. Vielleicht mache ich das noch, vielleicht mache ich sowieso noch was mit busforfun, das steht gerade noch so ein bisschen in der Schwebe, ich habe bei denen nämlich gerade ein Fahrwerk geordert und da sind wir gerade am Sprechen. Vielleicht können wir ja da künftig ein kleines bisschen was machen für den Bus oder für zukünftige Projekte, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Genau, so viel also zu der Thematik, das Auto abzudunkeln und thermisch ein bisschen zu regulieren. Thermische Regulierung ist beim Campen auf jeden Fall nämlich ein Problem. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber ich habe natürlich ein Bett in meinem Auto. So sieht das Ganze aus. Und ein Bett im Auto ist natürlich immer von Vorteil, wenn man irgendwo an der Rennstrecke ist, weil man dementsprechend natürlich nicht ständig irgendwie sich ein Zelt aufbauen muss oder im Hänger pennen muss oder irgendeine doofe Liege bei haben muss. Und hier sind richtige Kaltschaumatten im Auto, was natürlich wirklich das Komfort sehr, sehr komfortabel macht. Und wie ihr seht, die Matratzen sind gerade so ein bisschen nach oben geklappt. Ich habe da so eine Klappmechanik gebaut. Aber zu dem Bett kommt nochmal ein separates Video. Wie ich das da genau gemacht habe, das zeige ich euch dann nochmal. Ja, meine lieben Freunde, und wie sich das hier hört, hier unten in der Beschreibung sind die Artikel, die ich jetzt hier drin habe und die ich euch gerade vorgestellt habe, natürlich verlinkt. Ich persönlich finde es ganz gut. Eine Empfehlung habe ich noch und das stand schon in der Rezension von den Matten. Die riechen ein bisschen nach Chemie. Was heißt ein bisschen? Die riechen so ja relativ doll nach Chemie. Was ich gemacht habe, ist, bevor ich sie jetzt das erste Mal ins Auto gemacht habe, ich habe mit einem Seifenlappen die einmal komplett abgewischt und draußen austrocknen lassen und dann das erste Mal ins Auto gemacht, da das reguliert diesen Chemiegeruch auf jeden Fall sehr stark. Nicht, dass er ja nicht mehr wahrnehmbar ist, aber wie ich mir habe sagen lassen, ist, wenn die zwei, drei Mal im Einsatz waren und Sonne gesehen haben und richtig warm geworden sind, dann ist das weg. Darauf hoffe ich jetzt noch. Ja, aber so grundsätzlich finde ich das cool, weil natürlich für 62 Euro das Auto abzudunkeln und dann auch noch thermisch zu regulieren, ist echt nicht so verkehrt. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr günstige Alternative zu vielen anderen Varianten, die man da wählen kann. Und ich persönlich finde es gut. Ich glaube, ich habe jetzt für die Frontscheibe, ich sag mal, vielleicht 2 Minuten gebraucht. Und so oft macht man es ja dann doch nicht ran und ab. Also ich sag mal, Fahrerlagerwochenende, da mache ich es am Freitag ran und am Sonntag wieder ab. Also geil. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Für 2 Minuten Installation ist das auf jeden Fall cool. Ja, meine lieben Freunde, tut mir einen Gefallen, drückt unten den Abonnieren-Button, denn mehr als die Hälfte meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Das ist echt schade. Ich fände es schön, wenn sich das ändern würde. Und umso mehr Abonnenten der Kanal hat, umso besser kann ich für euch irgendwelche Inhalte bringen. Und umso mehr Videos kann ich für euch machen. Soweit der Plan. Also tut mir den Gefallen und ein Abonnieren. Ja, meine lieben Freunde, schön, dass ihr mal wieder dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.